Hallo ihr Lieben, so heute habe ich noch mal Stempel gemacht und zwar ist es eine Challenge, die ich mit der Manuela zusammen mache. Das ist die Manuela von Manuela Keller, dem Kanal, und wir haben uns überlegt, dass wir jeder 5 Stempel machen, die dem anderen schicken und dann der andere damit ein Projekt macht. Und so haben uns das überlegt und als Thema haben wir uns Sommerlaune genommen. Wenn es mit dem Wetter schon nicht so klappt, müssen wir uns wenigstens am Thema orientieren. Aber ich hoffe, ja, dass das besser wird. Nun unsere Stempel. Wir machen da mehrere Videos, also auch jetzt die Herstellung, die macht jeder von sich. Und dann machen wir ein Unboxing und dann machen wir halt auch, was wir draus gemacht haben. So, und jetzt habe ich mal die Stempel, die ich dann dem Manuela schicke. Und ich zeige euch mal, wie die aussehen. Und zwar habe ich eine Sonne gemacht. Das ist die hier. Dann habe ich eine Zitrone. Und etwas mehr. Also Wellen. Und dann habe ich so ein kleines Eis gemacht. Das gefällt mir persönlich am allerbesten. Und das war aus dem Rest und zack, zack gemacht. Also das muss ich echt sagen, das gefällt mir. Und dann habe ich noch den Wasserball. Und bei dem Wasserball habe ich oben noch so eine Linie zum Schluss dran gemacht, weil ich da irgendwie bin mit dem Projekt noch nicht so zufrieden. Vielleicht mache ich da auch noch mal einen, mal sehen. Aber was ich da gesehen habe, dass auch wirklich die feinsten Linien sich ihre Auswirkungen haben. Und das ist schon interessant, wie feinen Strukturen man da auf dem Stempel was erreichen kann. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also je mehr ich Stempel mache, desto mehr macht es mir Spaß. Und ich habe jetzt auch das dunkle Material genommen. Davor habe ich ja immer diese hellblauen Gummi genommen. Und das ist ein Material, das ist dem Linoleum am ähnlichsten, glaube ich. Das ist so eine Gummimatte. Ist also auch aus dem Künstlerbedarf. Und mich hat am Anfang da immer gestört, dass man halt so schlecht drauf zeichnen kann. Aber ich habe es jetzt ausprobiert mit dem Polychromo im Weißen. Das geht ganz gut. Blöd ist es, wenn man irgendwas übertragen will, dann tut man sich ein bisschen schwerer. Dann sind die Hellen, das Hellblaue oder so, dann auf jeden Fall besser. Ich habe ein bisschen das Video mitlaufen lassen, damit ihr seht, wie ich die gemacht habe. Und hoffe, ihr habt Spaß dran und überhaupt an der Challenge. Also dann lasst euch inspirieren und probiert es unbedingt mal aus. Danke!
Bye.